Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Digimon World. Und ja, Leute, im letzten Part haben wir Ogremon endgültig besiegt, ihn in die Stadt geholt und haben auch Trimogemon in die Stadt geholt, unter anderem, und Warmon. Ja, und Leute, wir fackeln nicht lange rum. Ich zeige euch, was wir heute erledigen werden. Ich gucke nochmal ganz kurz. Und der Digimon hat alle Bedingungen erfüllt, ist 10 Tage alt, dürfte sich bald digitieren. Aber bevor er sich digitiert, möchten wir noch eine Kleinigkeit erledigen. Zuallererst mal möchte ich bei Skills was ändern. Und zwar möchte ich Magma-Bombe weghaben. Feuerspeier. Und möchte für Dynamo. Das passt so. Bandstrahl und Dynamo passt. Ich hoffe, dass wir einen Autopilot dabei haben. Yo, haben wir. Nimmt den Autopilot an. Und wir fliegen kurzerhand zurück zu File City. Sehr schön. Das erste, was wir machen werden, ist erstmal in den Shop gehen. Ich hoffe ehrlich, dass wir das noch schaffen in diesem Part, bevor unser Digimon sich digitiert. Weil, wenn es digitiert ist, können wir das nicht mehr erledigen. So, dann geben wir in den PC rein unsere Kaktusfeige, unsere Chips. Und wir geben rein das Zauberei und das Gammelfleisch. So, dann hätten wir das. Ja, das hätte ich jetzt auch alles offscreen machen können. Ich weiß, Leute, aber ich mag sowas nicht offscreen machen. Ich möchte so viel wie möglich reinbringen, dass ihr auch wirklich seht, was ich mache. Nur in Notfällen oder wenn die Aufnahme gesponnen hat oder so, wird irgendwas nicht drin sein oder so. Ich werde übrigens bald mal ein Special machen, in dem ich euch die Stadt zeige, was alles bisher in der Stadt ist. Das Special werde ich machen, so wie wir 50% haben. Und dann nochmal ein Special, wenn wir 100% haben. Also als erstes brauchen wir... Wir sehen schon, da gibt es einige neue Items. Wir holen uns erstmal zwei Autopiloten. Und wieder maximal Fleisch. So. Dass wir immer was zu fressen dabei haben. Ja, Leute. Wir gehen direkt wieder ins Frostland. Und ich hoffe, dass wir das echt noch zeitig schaffen. Das wäre echt sonst, ja, sehr peinlich. Das Problem ist Frostland, das, was wir dort machen werden, ich habe kein, ich habe es nicht im Kopf, wie das Ganze nochmal funktioniert hat. Es kann sein, dass ich mich da öfters verirre. Aber man kann auch nicht alles im Leben auswendig wissen. So, wir gehen erstmal zu Birdra, der uns mal ins Frostland bringt. Jo, ich bin sicher, dass ich ins Froschland will. Ne, ins Froschland nicht, aber ins Frostland. Da ist es richtig frostig. Und ein Kampf, den ich natürlich rausschneiden werde. Bis gleich. Da sind wir wieder. Die haben wir zusammengekloppt. Den Pilz sammeln wir nicht ein. Weil ich Digi-Pilze nicht ausstehen kann. Beziehungsweise, ja, was heißt nicht ausstehen kann? Weil wir die nicht benötigen. Wir haben genug Fressi dabei. Digi-Pilze haben wir auch schon im Storage ein paar abgelegt. Falls wir mal welche brauchen sollten. Ja, dann lasst uns mal weitermachen. Ich kann euch nicht versprechen, dass es in diesen einen Part reinpasst, aber ich hoffe es doch mal ganz stark. Ja, unser Greymon fühlt sich hier nicht wohl, ich weiß, aber da muss es durch. Da muss es durch, Junge. So, dann müssen wir hier lang. Da ist wieder so ein ganz total unglaublich nicht ausstehbarer. Und es kommt ein Kampf, den ich natürlich rausschneide. Da sind wir wieder. Das war ein einfacher Kampf, aber wisst ihr, ich schneide so kleine Kämpfe einfach mal raus, weil das sehr viel Zeit beansprucht. Und wenn ihr unser Digimon in Action sehen wollt, seht ihr es ja in Bosskämpfen. Und ja, wir werden das Ice Sanctuary machen. Dürfte doch eigentlich mit Greymon machbar sein. Man darf hier nämlich nur rein mit einem Antivirus-Digimon, das Eisrefugium. So, Leute. Und es kann sein, dass ich hier sehr viel Mist baue und öfters schneiden muss. Deswegen, ich habe jetzt mal eine Sicherheitsspeicherung gemacht. Wow, lebt es etwa? Es bewegt sich, sobald wir uns bewegen. Gut festhalten. Müssen wir ein Stück zurücklaufen. Und er schiebt. Was gibt's, Kahn? Hast du was entdeckt? Ja, wir schieben es kurzerhand frei. Junge, ist das toll, Kahn. Junge, ist voll toll, Kahn, Junge. So, jetzt müssen wir hier echt aufpassen. Ich mache nochmal eine Sicherheitsspeicherung. Ich habe keine Lust und das Item da drin ist mir egal, weil Baum brauche ich nicht. Oh, Kampf. Ich schneide den Kampf raus, Leute. Bis gleich. So, da sind wir wieder, Leute.
Dann lasst uns mal voranschreiten. So, jetzt sind wir hier. Ich bin mir nicht mehr sicher, wo man hier laufen muss. Ah, das war falsch, das war falsch. Oh, unser Digimon will was fressen. Dann kriegt's natürlich Fleisch. Und es ist nach einem Fleisch schon zufrieden. Ich glaube, wir sind hier falsch. Sicherheitsspeicherung. Ich möchte ungern jetzt hier drin kämpfen, weil wir wenig Discs haben. Oh! Unser Digimon digitiert sich, unglaublicherweise. Na, dann wollen wir doch mal schauen. Unser Digimon digitiert, Leute. Es wirkt zwar nicht sehr glücklich, aber mal gucken, zu was es denn wird. Bin ich jetzt gespannt, ob es geklappt hat. Yo, Leute, Metallgremon. Ausbilderlevel gestiegen. Ich zeige euch das mal kurz. Ausbilderlevel. Unser Metallgremon hat übrigens ordentlich an Statuswerte dazu gewonnen. Und ja, unser Digimon kann nicht wirklich viele Angriffe im Augenblick, weil es viele Angriffe verloren hat. Es wird ein sehr, sehr harter Kampf. Wir werden nach dem Eisrefugium erstmal einiges an Skills lernen gehen. Ja, Leute, lasst uns einfach mal weitermachen. Hier irgendwo zur Seite müssen wir, glaube ich. Stress mich nicht. Oder? Na, wir gucken nochmal. Also wie gesagt, ich habe Eisrefugium, glaube erst ein einziges Mal gemacht. Und damals auch wirklich mit einem Guide, das muss ich zugeben. Weil ich keine Ahnung hatte, wohin. Und ich mir unnötige Wege ersparen wollte. Also das ist schon mal falsch. Das ist schon mal richtig falsch. Das ist einfach nur richtig falsch. Leute, Leute, Leute. Ja, was machen wir jetzt? Da ist der Heino. Oh, geh mir aus dem Weg. Alter. Ich hab gelernt. Ohne Spaß. Wir müssen, glaube ich, hier lang, oder? Geht's da lang? Ja, da geht's lang. Jo, wie gesagt, wir haben jetzt ein Metallgremon. Es wird aber sehr, sehr schwer, dieses Metallgremon in diesem nächsten Kampf hier... Ich mach mal kurz hier eine Sicherheitsspeicherung, falls wir raus teleportiert werden. Eisrefugium. Na, wir sind nicht raus teleportiert worden, aber da ist ein Kampf, den wir wahrscheinlich machen müssen. Okay, ihr wisst ja. Schaltet doch vorzeitig nochmal rein im Kampf, weil ich sehen möchte, beziehungsweise euch zeigen möchte, wie der Finisher von Greymon, Metallgremon aussieht. Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Also ich möchte nicht sehen, wie es ist, sondern ich möchte es euch zeigen. So rum. So, auf geht's. Metallgremon, Full Power, Full Power. Wir haben es voll aufgeladen und da kommt Gigaschlag. Macht weniger Schaden als der Finisher von Greymon. Aber das wird sich noch ändern mit der Zeit. Greymon hätte ja wahrscheinlich weniger Schaden gemacht an dem Digimon. Wir sind jetzt auch erstmal etwas schwächer, da wir einige Einbußen haben an Skills. Unsere Skills machen weniger Schaden. Och nein. Ich will jetzt aber nicht. Komm, an dem muss man doch irgendwie vorbeikommen. Ach, okay. Ich schneide. So, da sind wir wieder. Wir machen direkt weiter. Der Kampf beansprucht immer so viel Items, dass es nicht leicht ist. So, jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen, damit diese Irren mich nicht umrennen. Und ich meine, dass wir hier... Ich mache hier eine Sicherheitsspeicherung. Und ich gucke auch mal gleich, was im Computer drin ist. Medizin, geh mal da weg. Oh Mann, 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 Mann. Rennt der rum? Was hat denn der geraucht, ey? Ohne Spaß. Wenn das uns rausteleportiert, lade ich die Sicherheitsspeicherung und ja, es hat uns rausteleportiert. Gut zu wissen, Leute. Ja, bei sowas mache ich eine Sicherheitsspeicherung, weil überlegt man, wie viel Zeit darauf gehen würde. So, jetzt sind wir aber richtig. Da holen wir uns erst noch die ganzen Items. Super Heildisk, das brauchen wir bestimmt. Und große MP-Disk, die brauchen wir auch bestimmt. So, und dann begeben wir uns doch direkt mal in den Kampf. Geh weg! Okay, einer haut schon mal ab von denen. Und zwei möchte kämpfen. Die möchte mit uns kämpfen. Hört sich aber nicht an wie ein Bosskampf, Leute.
Ich bin jetzt immer so dreist und schneide. Wir sehen uns gleich. Ihr seht ja, wir machen nicht sonderlich viel Schaden. Es dauert lange. So, dann schalte ich jetzt hier an der Stelle einfach mal wieder rein. Und ja, das war der letzte Hit. Wir haben die beiden down gemacht. Das ist der letzte Hit, Leute. Das letzte Hit ist da, ey. Kriegen wir MP-Disc, brauchen wir nicht. Ein Eis, hieß der Eis, 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 irgendwas, Mann. Das ist mir doch wurscht. So, dann kommen wir in so ein Licht. Ah, das blendet. Du, der meine Hilfe sucht, die Stunde naht. Empfange den Segen meiner Flügel. Was zum, wo, wessen Stimme? Ah! Was war das? Das Licht ist fort, sonst ist hier nichts. Also ist es über uns? So, wir müssen wieder raus, Somatico. Und da gibt's einen kleinen Trick. Mhm, und einfach in den falschen Teleporter rein müssen wir. Ja. Soweit ich weiß, ich mache eine Sicherheitsspeicherung, falls wir in den Kampf geraten. Ich will nämlich nicht kämpfen. So. Das war der falsche. Wir müssen einfach nach draußen. So. Dann müssen wir wieder rein und wieder raus. Und dann dürfte eigentlich alles geklappt haben. Oder? Ja. So. Oh, wegen der Statue. Ah. Puh, naja. Du lebst, Bonus. Super. Ich bin Angemon, dein Schutzengel. Ich bin erwacht, um meine Pflicht zu tun. Was redest du da? Ich kenne die höhere Wahrheit. Ich biete meine Seele da und folge irdischen Anweisungen. Was meint es nur? Kommst du mit in die Stadt? Dein Wunsch leitet mich, so folge ich dir denn. Sag mal, könntest du ein bisschen normaler reden? Sekunde kurz. So, Entschuldigung. Ich komme in die Stadt, du darfst nicht aufgeben. Ach so, danke. Und auch Angemon kommt zu uns in die Stadt. Dann haben wir hier alles erledigt. Wir werden mit einem Autopilot kurzerhand zurückdüsen. Mit unserem neu gewonnenen Greymon, Metall-Greymon. Ist übrigens ein dunkles Greymon, wie man sieht, ein dunkles Metall-Greymon. Es ist ein Virus-Metall-Greymon. Oh, Digimons Haus ist abgegradet. Also unsere Stadt gedeiht schon. Tag 11 haben wir noch. Checken mal nach Fleisch. Heute habe ich viel Fleisch geerntet. Da oben gibt es übrigens den Bohrtunnel vom Drimorgemon. Und wie ihr seht, die Stadt ist schon ziemlich abgegradet. Was wir tun werden, ich werde offscreen bis zum nächsten Mal nochmal 2-3 Mal den Mojamon-Trick machen, da wir Geld brauchen, da wir Items brauchen. Und wir werden Skills lernen. Wir werden, ich verrate schon, die Schattenvilla in Angriff nehmen, da Metall Greymon in die Schattenvilla kann. Und jetzt möchte ich eine Kleinigkeit ausprobieren, wir sehen uns sofort wieder. So, da sind wir wieder. Das, was ich überlegt hatte, hat nicht funktioniert. Wir können Geckomon noch nicht in die Stadt holen. Wir werden aber jetzt erstmal ins Dinoland reisen und uns da noch ein Item abholen, weil mir jetzt einfach danach ist. Oh, bleib mir fort. Wir haben nicht wirklich viel Skills gerade. Wir können nichts ausrichten. Oh, er will fressen. Im Dinoland ist nämlich noch eine Kleinigkeit abzuholen. Aber zuerst mal müssen wir unser Digimon füttern. Oh, wie wäre es mit Hüftsteak? Yum, 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 Hüftsteak. So, Hüftsteak hat ihm selbstverständlich gereicht. Yo, es ist richtig cool, einen Metall-Greymon hinter sich herlaufen zu haben. Problem einfach nur, wir haben kaum gute Skills. Wir werden doch hoffentlich jetzt bald einen neuen guten Skill bekommen. Wenn es denn so klappt, wie ich mir das vorstelle. Oder zwei neue gute Skills. So, und dann werden wir jetzt erstmal wieder in unsere Zeitrafferzone gehen und Zeit verschwenden, was natürlich Zeitverschwendung ist. Schenkelklopfer. Yo, das möchte ich aber noch hier in dem Part machen. Vielleicht kriegen wir das noch so hin, dass das jetzt hier noch so reinpasst. So.
So, dann müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Und zwar müssen wir... Oh, der will schon wieder fressen, der Fresssack. Fress doch nicht so viel. Wir müssen hier durch. Gleich ist es dunkel. Müde ist er noch nicht so bald, weil Metal Grammar uns ziemlich lange aushält. Das ist ein... Nachtaktiv war der Metal Greymon. Wir können uns nämlich hier noch ein Item abholen. Oder beziehungsweise eine Erweiterung. Mann, sieht das aus wie ein Grafikfehler. Wir müssen halt richtig laufen. Ich glaube, wir sind richtig gelaufen. Oder? Oder auch nicht. Na, wir sind gar nicht so richtig gelaufen, oder? Jetzt ist er doch müde. Wir schicken ihn mal kurz schlafen. Geh pennen, du übernatürlich großes Metal Greymon oder winzig kleines Metal Greymon im Vergleich. So wie groß es sein sollte. So, wir sind falsch gelaufen. Wir müssen hier nochmal zurück. Und zwar müssen wir hier da lang laufen, genau. So. Dann treffen wir hier gleich auf... Oh. Ich will nicht kämpfen. Ich werde auch nicht kämpfen, Leute. So. Ja. Hier angekommen werden wir jetzt hoffentlich ein Digimon antreffen. Genau. Nanimon. Huch, wer bist du denn? Achso, und wer bist du? Und wer bist du? Alter, ich schwöre, wer bist du? Da liegt ein Item, was wir einsammeln. Dimensionsreif. Wir können nun mehr Gegenstände mit uns rumtragen. Aber wie es weitergeht, das seht ihr erst in der nächsten Folge. Bis dahin, Leute. Ciao, ciao.